Mutter Maria und Erzengel Gabriel, 16.09.2016, empfangen durch Natalie Gleason, übersetzt von Shana. Verschiebung im Bewusstsein der Menschheit. Wir, Mutter Maria und Erzengel Gabriel, teilen unsere Liebe mit euch, die sich als schöne Blasen der Liebe über und durch euer Wesen ergießen. Wir kommen hervor mit Sanftheit, Anmut und Mitgefühl. Euch unsere Energie schenkend, so könnt ihr euch selbst und anderen das Gleiche schenken. Wir bitten euch, uns mit einem offenen Herzen anzunehmen, während wir euch in den Tiefen unseres Wesens annehmen, die unser Einssein und ewige Verbindung mit euch kennt. In dieser Zeit der mächtigen Aufstiegsveränderungen und des Erwachens teilen viele Wesen des Lichts auf den inneren Ebenen ihre Energie mit jenen auf der Erde, damit sie sich mit Leichtigkeit und Perfektion durch den Aufstieg bewegen können. Es gibt Zeiten im Aufstieg, in denen enorme, mächtige, wirkungsvolle und umwandelnde Prozesse stattfinden, während zu anderen Zeiten einfach sanfte Verschiebungen geboten werden, die mit einem ruhigen Erwachen eures Schöpferbewusstseins weitermachen. Wir gehen jetzt und existieren in die Phase mächtiger Umwandlungen. Das bedeutet, dass es notwendig ist, in eurem Verstand, Gedanken und Absichten absolut klar zu sein, weil euch dies erlauben wird, durch eure Aufstiegsumwandlung mit Leichtigkeit und Vollendung zu navigieren. Ein wunderbares Statement ist diese Affirmation. Mein Verstand ist klar, gefüllt mit Klarheit und einem tiefen Verständnis für meinen Aufstiegsprozess. Meine Absichten bleiben in jedem Moment mit meiner Wahrheit rein und ausgerichtet. Wir, Mutter Maria und Erzengel Gabriel, sind präsent, um allem unsere Unterstützung und Hilfe anzubieten. Allerdings möchten wir uns auch auf die Kinder dieses Aufstiegszeitraums konzentrieren. Die 2017 auf der Erde geborenen Seelen werden ohne viele Illusionen geboren werden, die früher aus dem Bewusstsein der Menschheit in ihr Bewusstsein eingebettet wurden. Viele Seelen werden wählen, mit einer neuen Perspektive der Klarheit und des Verständnisses für die Wahrheit des Schöpfers geboren zu werden. Dies wird sie während ihrer ganzen Lebenszeit bei der Schaffung und Anstiftung starker Veränderungen auf der Erde unterstützen. Viele haben darauf gewartet, dies zu erleben. Während viele auf der Erde sich jetzt vorbereiten, eine neue Perspektive der Wahrheit durch den Prozess ihrer Seele und physischen Aspekt oder Persönlichkeit zu verschmelzen, werden jene 2017 Geborenen bereits diese neue Perspektive verkörpern. Dies geschieht nicht, weil die 2017 und darüber hinaus geborenen Wesen spirituell weiterentwickelt sind, sondern aufgrund der Umwandlung des Bewusstseins der Menschheit. Als ihr auf der Erde geboren wurdet, warft ihr Anker, als ob ihr von einem Brunnen oder einer Quelle Informationen importiertet, die von bisherigen Generationen geschaffen und innerhalb des Energiefeldes der gesamten Menschheit gespeichert wurden. Mächtige spirituelle Informationen wurden in euer Wesen heruntergeladen, ebenso negative, beschränkende und furchtprogrammierende. Während sich die Menschheit entwickelt und sich Generationen über die Furcht hinaus bewegen,
den Schöpfer vollständiger als eine Wahrheit innerhalb ihres Wesens anerkennt, entwickelt sich das Bewusstsein der Menschheit, verändert sich und die Informationen werden ebenso auf die neugeborenen Seelen auf der Erde übertragen. Daher sind Seelen fähig, in einem physischen Körper ohne den Mantel der Illusion zu treten. Das bedeutet, dass die Generationen ein Verständnis für die Wahrheit des Schöpfers, Stärkung des Friedens, Liebe und göttliche Weisheit in allem entwickeln. Es ist die Hingabe früherer Generationen und Lebenszeiten, in denen Menschen sich konzentrierten, das Bewusstsein der Menschheit aus der Illusion in die Liebe zu verschieben und Seelen ermöglichten, mit einem größeren Gefühl von Freiheit geboren zu werden, um den Schöpfer innerhalb und um sie herum zu erforschen. In den kommenden Monaten und während wir uns in 2017 bewegen, werdet ihr eine größere Perspektive eurer Seele annehmen. Dies wird bedeuten, dass ihr fähig sein werdet, eure Leben und andere in einer neuen und inspirierenden Weise mit einem fest verwurzelten Gefühl von Wissen zu sehen, zu spüren und anzuerkennen. Wenn ihr euer neues Bewusstsein bewusst annehmt und die hohen Schwingungen eurer Seele in euer Wesen und Realität liefert, werdet ihr das Gleiche mit dem Bewusstsein der Menschheit synthetisieren. Je mehr Menschen dies auf der ganzen Welt erreichen, umso mehr wird die Seelenenergie eines jeden Menschen physisch präsenter werden. Dann wird die Seelenenergie eines jeden Menschen anfangen, innerhalb des Bewusstseins der Menschheit zu verschmelzen. Seelen werden fähig sein, innerhalb des Bewusstseins der Menschheit geerdet und verankert zu verschmelzen. Aufgrund der Synthese der Seelen des Bewusstseins der Seelengruppen. Große Kraft und Licht wird in das neugeborene Bewusstsein der Menschheit auf Erden fließen, die in die energetischen Felder oder Auren der Menschen und in jene, die neu auf der Erde geboren werden, sickern. Dies wird eine tiefe Erfahrung von Einssein, Einheit und Verbindung zwischen Menschen fördern. Die Konzentration auf Trennung wird sich allmählich auflösen, sodass sich viele mit dem Schöpfer ausgerichtet fühlen, im Dienst und sich bewusster und leichter durch die spirituelle Entwicklung bewegen. Diese Verschiebung im Bewusstsein der Menschheit wird es viel leichter machen, für die Seelen auf der Erde ihre Ziele zu erreichen, ihren Aufstieg zu beschleunigen, ihren Zweck und inneren Frieden zu erkennen und zu verkörpern. Weil jeder Mensch unterstützt und fähig wird, auf die göttliche Weisheit aller Seelen durch das Bewusstsein der Menschheit zuzugreifen. Seelen werden fähig sein, perfekt zusammenzuarbeiten, um notwendige göttliche Erfahrungen zu manifestieren. Es wird eine fortgeschrittene Erfahrung von Synchronizität geben, was euer Bewusstsein ausdehnt und entwickelte Perspektiven weiterentwickeln wird, die aus der Wahrheit geboren werden. Alles, was ihr seid, erlebt, erreicht, die Wege, wie ihr handelt und reagiert, denkt und sogar fühlt, wird mit einem größeren Anteil von eurer Seele in alles, was ihr seid und eurem bewussten Verstand manifestiert. Euer unterbewusster Verstand wird sich allmählich verschieben, um den Glauben eurer Seele zu halten. Euer bewusster Verstand wird von der Weisheit eurer Seele beeinflusst werden und so werdet ihr euch selbst als eine größere Verkörperung
eurer Seele erfahren. Damit wird alles um euch herum von euch mit einem neuen Bewusstsein und Verständnis wahrgenommen werden. Ihr werdet fähig sein, über die irdischen Gewohnheiten, Emotionen und Gedanken zu sehen, die zahlreiche Schöpfungen auf der Erde und in eurer eigenen Realität unterstützen. Seelen, die als neugeborene Babys in die Erde eintreten, werden bereits die Synthese ihrer Seele mit ihren Menschen, Aktionen und Reaktionen erleben, sodass sie neue Weisheit, Liebe und Verständnis hervorbringen können, neue Energie ins Bewusstsein der Menschheit für alles erden, damit alle davon profitieren. Deshalb ist es notwendig, diese auf der Erde geborenen Seelen zu ehren, weil sie die fehlenden Puzzleteile des Göttlichen der Menschheit bringen, von denen alle profitieren. Das bedeutet nicht, dass die Seelen, die im Jahr 2017 geboren werden, spirituell entwickelter sind und auf diese Weise in ihren Realitäten wirken. Ihre einfache Geburt erlaubt es ihnen, die heilige und notwendige Weisheit, Codes und Licht zu vermitteln, mit der Energie der Synthese, die bereits im Bewusstsein der Menschheit präsent ist und so ein Verschmelzen mit dem Schöpfer verstärkt. Dies ist auch der Grund, warum manche Seelen wählen, in die irdische Realität geboren zu werden, aber nach einer kurzen Zeit oder sogar in der Gebärmutter bereits entschlafen. Sie gingen einfach durch den Prozess, so viel wie nötig war, um die Energie, das Licht, die Liebe, Codes und Weisheit von ihrer Seele in das Bewusstsein der Menschheit zu erden und damit innerhalb der energetischen Felder der Menschheit als Ganzes und den Individuen. Wir, Mutter Maria und Erzengel Gabriel, unterstützen die Seelen auf der Erde, die ihr Licht in das Bewusstsein der Menschheit tragen, aber auch die hohen Schwingungen und die Weisheit, die bereits jenseits der Illusion verankert sind. Wir unterstützen die Synthese der Seelen innerhalb des Bewusstseins der Menschheit und sogar den Import der Seelengruppenenergie für die weitere Umwandlung. Wir unterstützen viele von jenen, die bereits auf der Erde sind, gleich welchen Alters sie sein mögen, um auf eine neue Perspektive zuzugreifen, aus ihrer Seele geboren und mit einer größeren Verkörperung ihrer Seele auf Erden zu leben. Wir schaffen mächtige und schöne Blasen der Liebe für jeden Menschen, der existiert, die fast wie Inkubatoren agieren und die Liebe erhöhen, die ihr bereits von eurer Seele und dem Schöpfer in euer Wesen importiert habt. Während euch die höchste Liebe umgibt, wird die Liebe eurer Seele in euer ganzes Wesen gezogen, damit eine neue Perspektive dämmert. Bitte nehmt unsere Blasen der Liebe an, die aus unserer Liebe geschaffen und vom Schöpfer geführt sind. Mutter Maria und Erzengel Gabriel, ich akzeptiere mit einem offenen Herzen, Verstand und Wesen eure Liebesblasen, die vom Schöpfer gelenkt werden. Ich erlaube mir, innerhalb eurer Liebesblase zu existieren, als ob ich von einem Kokon oder einem Brutkasten umgeben werde, der meine Seele und Liebe pflegt und nährt. Möge eure Blase der Liebe die tiefgründige und tiefe Liebe verstärken und vergrößern, die ich bereits innerhalb meines Wesens als meine Wahrheit und Essenz erkenne. Möge eure Blase der Liebe mich bei der Schaffung eines sicheren, schönen
und liebevollen Raums unterstützen, um meine Seele in jeden Aspekt meines Wesens zu ziehen und in die Synthese mit meiner gegenwärtigen Verkörperung, die den Aufbruch in eine neue Perspektive unterstützt und harmonisch die Wahrheit in den gegenwärtigen Aufstiegsenergien erdet und ausrichtet. Danke, Mutter Maria und Erzengel Gabriel. Bitte unterstützt mich in meiner Wahrheit, meines Wesens und dem Schöpfer zu sein, damit ich dieses auf der Erde lebe. Bitte unterstützt alle auf der Erde, besonders neugeborene Babys und Kinder in eurer Blase der Liebe. Setzt bitte eure heilige Arbeit mit dem Bewusstsein der Menschheit fort. Lasst mich die Vorteile der positiven und erhellenden Verschiebungen fühlen, die jetzt innerhalb des Bewusstseins der Menschheit geschehen. Alarmiert mich für jeden Dienst, den ich zur Verfügung stellen kann, um beim Aufstiegsweg zu helfen, der sich jetzt für alle entfaltet, um zu sehen und zu verstehen. Ich bin eins mit euch. Wir sind eins mit dem Schöpfer. Dies ist jetzt meine Wirklichkeit. Danke. In ewiger Liebe und Unterstützung, Mutter Maria und Erzengel Gabriel.